Herzlich willkommen bei Duxton Photography. Heute ein Video über ein paar Bereiche. Zum einen will ich dir einen Tipp geben, wie du im Grunde genommen kostenloses Marketing betreiben kannst. Das bedeutet, wie du auf dich aufmerksam machst, wie du vielleicht sogar Kunden kriegst, ohne dass du dafür eigentlich was machen musst, nach einem ganz kleinen Moment. Und das andere ist grundsätzlich das Reden über Print. Ich habe gerade gestern ein Video aufgenommen über die Canon 6D, die habe ich jetzt seit 5 Jahren und ich habe über 1 Million Bilder mit den beiden gemacht, zweimal die gleiche Kamera. Und ich bin digital aufgewachsen, wie die meisten unter 30, bin jetzt etwas über 30. Und ich habe vor kurzem, ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe geguckt bei Google, das teuerste Bild der Welt. The most expensive image, photograph of the world. Und dann, ich dachte, ohne jetzt erstmal was zu sehen, dachte ich, das teuerste Bild der Welt, das teuerste Foto der Welt, das muss ja irgendwas sein von einer ganz großen Persönlichkeit, vielleicht aus Amerika, England, vielleicht aus Paris, da wo die Mode ist. Und irgendetwas super krasses, was ich niemals nachmachen könnte. Und dann sehe ich, das erfolgreichste Foto der Welt ist von Andreas Gursky gemacht, aus Düsseldorf. Ich denke, Düsseldorf, da war ich auch schon, da habe ich schon fotografiert. Das ist ja gar nicht so weit weg. Da habe ich einen Bezug zu, den Ort kenne ich. Und dann sehe ich das Bild und dann denke ich mir, eieiei, das ist ein Bild von einem Fluss, ich denke der Rhein, es heißt Rhein 2. Andreas Gursky ist, das ist seine Strecke, wo er joggt. Er hat diesen Moment gesehen beim Joggen und kam zurück mit seiner großen Kamera, hat das Bild gemacht. Und das Foto wurde verkauft für 4.300.000 Dollar. Und wenn du dir die Top 10 der höchstpreisigsten Bilder anguckst, dann ist Andreas Gursky mit Rhein Nummer 2 auf Platz 1, beziehungsweise jetzt auf Platz 2, wurde abgelöst von Peter Lick, hat noch ein anderes Bild für über 2 Millionen, 99 Cent, ein Bild aus einem 99 Cent Laden und hat ein drittes Bild. Er hat drei Bilder in den teuersten Fotos der Welt. Dreimal ist er dabei, immer mit über Millionen. Und dann ist noch eine andere Person da, auch aus Düsseldorf, die mit Andreas Gursky groß geworden ist, fotografisch gesehen, die zusammen gelernt haben. Dann denke ich, aus Düsseldorf sind 4 Leute dabei, bei den teuersten Bildern der Welt. Und wenn du dir das Bild auf dem Monitor anguckst, Rhein 2, dann wirst du nicht verstehen, wieso das so viel wert ist. Wenn du dir aber das Bild gedruckt anguckst, dann wirst du verstehen, was das ist. Denn Andreas Gursky druckt obergroß. Also doppelt so groß, ich bin 1,80 Meter ungefähr. Und die Bilder, die er macht, sind fast 4 Meter lang. Und das war ein sehr interessanter Moment für mich, zu sehen, du kannst eine Sache besonders machen, ein Bild, einfach indem du es groß druckst. Weil viele der Bilder, die ich jetzt gesehen habe von ihm, funktionieren, weil sie so groß gedruckt sind. Wenn du sie klein drucken würdest, hätten sie überhaupt nicht diese Wirkung. Und jetzt mal ganz abgesehen von diesem teuerste Bild der Welt, wir kommen zurück in die Realität. Was können wir für uns jetzt da mitnehmen? Ich war im Oktober in Spanien und ich mache immer viele Bilder von Annas Freunden, Familie. Und ich habe zwei Bilder mal gedruckt für Annas Schwester, die wohnt in Madrid. Ich schicke die Bilder gleich los. Und ich dachte mir, bevor ich das losschicke, filme ich das noch einmal, damit ihr seht, wie das aussieht. Und ich zeige dir mal die Bilder. Im Grunde genommen habe ich ganz viele Bilder immer gemacht und ich habe dieses Mal aber ausgedruckt auf Acrylglas. Hier ist noch eine Folie drauf, deswegen, es ist noch eine Folie drauf, deswegen ist auch hier dieses rote Dings. Aber ich fand unheimlich interessant, wie Bilder aufgewertet werden. Einfach dadurch, dass man sie druckt und vielleicht nicht nur auf Papier, sondern auf Acryl oder auf Holz oder auf Alu Dupont. Und ich zeige dir noch ein Bild. Dieses hier. 50x50. Ich habe das gedruckt bei Cewe. Gibt viele Anbieter, sind alle vermutlich ähnlich vom Preis. Das war jetzt 75 Euro ungefähr. 50x50 cm. Und ich denke, ist eine sehr schöne Sache, Bilder gedruckt zu sehen. Wir waren jetzt im Dezember ebenfalls in Spanien wieder und ich habe Fotos gemacht, ebenfalls wieder von Maria mit ihrer Tochter, mit Anna zusammen, unseren Sohn Noah,
Marina mit ihrer Familie, Schulfreundin von Anna, dann Hakan und Anni waren da, die ich mal auf der Straße angesprochen habe in Spanien. In ein paar Monaten geht es nach Stockholm zu der Hochzeit als Fotograf. Und all die Bilder, die du jetzt gerade siehst, sind eigentlich Bilder, die ich gerne ausdrucken würde. Beim Tanzen ein paar schöne Momente eingefangen. Und das ist immer sehr schade, weil das kostet alles Geld. Und ich schicke den Leuten die Bilder immer als Download, aber es fühlt sich nicht gleichwertig an. Ich denke, die Bilder werden eigentlich erst real, wenn sie gedruckt sind. Die Bilder bekommen erst einen Wert, wenn sie gedruckt sind. Ein Bild, dieses Bild hier, in dieser gedruckten Form hat viel mehr Wert als die 100, 200, 300 Bilder, die ich in der Session von ihr gemacht habe. Also es sind irgendwie 1000 Bilder von ihr entstanden in den 10 Tagen, die ich da war. Aber dieses eine Bild in gedruckter Form ist mehr wert als all die 1000 Bilder auf dem Stick. Und was du dir davon mitnehmen kannst, ist, ganz wenig Leute selber drucken auf Acryl für sich selber. Viele kennen das gar nicht. Und wenn du als Fotograf mehr gebucht werden willst, dann schau doch mal, ob du nicht Bilder von dir in die Wohnzimmer bekommst von Leuten. Ich habe die Bilder jetzt hier gemacht als Geschenk für sie, ohne dass sie das im Grunde weiß. Und wir schicken ihr das gleich nach Madrid. Ich weiß, die Bilder wird sie aufhängen. Und ich weiß, Freunde von ihr werden die Bilder sehen. Und ich weiß, Leute werden sagen, wer hat die Bilder gemacht? Schöne Fotos. Ich habe sowas noch nie gesehen bei jemandem. Dieses Material so groß gedruckt. Und schon bin ich irgendwo in Madrid, im Raum, im Munde der Leute. Und Leute reden über mich als Fotograf, ohne dass ich jemals da war. Alles, was sie sehen, ist ein bzw. zwei Bilder. Aber präsentiert nicht auf einem Display auf Instagram oder Facebook, sondern an der Wand in groß auf einem schönen Material. Fotografiert mit der Canon 5D Mark I, 300 Euro bei eBay. Kein Problem, das so zu drucken. Und größer, kein Problem mit den 12 Megapixel. Und es ist, glaube ich, eine sehr schöne Art, sich als Fotograf zu verbreiten, wenn du nach einem Shooting so ein Bild ausdruckst für das Paar. Du kannst es ihnen verkaufen, du kannst es ihnen schenken, je nachdem, wie teuer das Shooting allgemein war. Ich druck immer Bilder aus für Hochzeitspaare als Geschenk, ohne dass sie das wissen. Ich komme, bringe das Hochzeitsalbum, Bilder in kleiner Form gedruckt, USB-Stick, DVD, Online-Galerie und andere Sachen. Und ich bringe immer ein großes Bild mit Größe als das in einem Rahmen, damit die es aufhängen, damit ich bleibe als Fotograf. Damit es nicht nur Bilder gibt auf Datei, sondern in echt an der Wand, weil heutzutage kaum mehr jemand druckt. Und ich spreche aus Erfahrung, ich drucke sehr wenig für mich selber. Und ich mache sehr viele Fotos. Und ich denke, jemand, der weniger Fotos macht, druckt wahrscheinlich noch weniger. Also, was kann man sich mitnehmen? Bilder bekommen einen höheren Wert, wenn wir sie drucken. Und dann nochmal, wenn wir sie groß drucken und wenn wir sie auf ein bestimmtes Material drucken. Wenn wir diese Bilder dann in Wohnzimmer hängen oder in Firmen, du kannst auch ein Foto machen von deiner Stadt und bringst das der Sparkasse oder einer anderen Firma. Und vielleicht, wenn das sehr schön ist, dann hängen sie das auf und du wirst dadurch irgendwie transportiert. Wer hat das Bild gemacht? Und dann ist dein Name da. Die andere Sache ist, dieser Gursky, das fand ich unheimlich interessant, dass Leute überhaupt 4 Millionen für ein Bild bezahlen. Das ist, wenn du 100.000 im Jahr verdienst, und wir machen jetzt ohne Zinseszinsrechnung, 100.000 im Jahr, und du arbeitest 40 Jahre, das noch wie alle, dann hast du 4 Millionen am Ende deines Lebens. Wenn du 0 Euro ausgibst, 100.000 Einkommen, über 40 Jahre sind 4 Millionen. Da kannst du dir dieses eine Bild nicht mehr verleisten, weil das 4,3 Millionen kostet. Und ich denke, ein Foto, 4 Millionen, ein Foto. Und dann denke ich an die Canon 6D, die ich habe, 1 Million Fotos gemacht. Ich denke, wow. Es ist unheimlich interessant, was möglich ist heutzutage. Du kannst ein Bild nehmen und es aufwerten durch sehr groß drucken, sehr schönes Material, ausgestellt in einer schönen Galerie. Und du machst eine Serie. Du sagst nicht, ich habe ein großes Bild, sondern bei mir sind alle Bilder übergroß. Und dann kriegst du einen Namen für diese Art von Fotos. Und dann wollen Leute
Leute, die viel Geld haben, haben oft große Häuser, viel Platz für große Bilder. Die kaufen dann die Bilder. Weil die wollen dann ein großes Bild an eine große Wand. Und das ist sehr interessant. Und das wäre auch sehr interessant, sowas selber mal zu machen. Eine Ausstellung mit ganz, ganz großen Bildern. Eine Serie, vielleicht von Anna. Street Photography, mal schauen. Das war's.